Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Es gibt Themen, mit denen beschäftigt man sich als Bürger oft erst, wenn etwas nicht funktioniert. Das geht mir selbst genauso. Wenn das Abfuhrunternehmen es nicht schafft, alle gelben Säcke abzufahren, ist es nicht schön. Was uns aber richtig ärgert und auch ärgern sollte, ist unser Biomüll. Der Biomüll aus Wülversheim landet nach der Abfuhr im Humus- und Erdwerk in Niddertal. Dort wird der Abfall kompostiert. Leider war in unserem Abfall bei den vergangenen Abfuhren zu viel Plastikmüll enthalten. Bis zu einem bestimmten Anteil kann Plastik ausgesiebt werden. Ist der Anteil zu hoch, kann der Biomüll nicht verarbeitet werden und muss wesentlich teurer als Restmüll entsorgt werden. Die Mehrkosten müssen von allen getragen werden. Plastikbeutel und Verpackungen gehören nicht in die Biotonne. Auch kompostierbare Verpackungen dürfen wegen der langen Kompostierdauer nicht in die Biotonne. Wir werden die Biotonne in den nächsten Monaten stärker vom Abfuhrunternehmen kontrollieren lassen. Wenn sich Plastik in der Tonne befindet, werden die Tonnen nicht mitgenommen. Helmut Leonhard kümmert sich seit vielen Jahren um den Zödler Wald und die Kuhwaldhütte. Aus Altersgründen entschied er sich, sein Amt niederzulegen. Vor einigen Tagen konnte ich ihn offiziell verabschieden und ihm für seine Arbeit danken. Wir suchen derzeit einen Nachfolger. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unsere Wälder dienen nicht nur der Freizeitgestaltung, sondern werden bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgte bisher über Hessen Forst, was künftig nicht mehr sein darf. Deshalb haben sich einige Städte und Gemeinden zusammengetan und eine Forstbetriebsgemeinschaft gegründet, der wir auch beigetreten sind. Vergangene Woche fand die erste Sitzung statt und ich wurde als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Durch den Verkauf von Holz wird auch die Unterhaltung der Waldwege finanziert. Durch den Abtransport des Holzes sind einige Wege im Wald momentan in keinem guten Zustand. Nachdem das komplette Holz abtransportiert wurde, sollen die Wege im Södlerwald erneuert werden. Auch der Parkplatz und die Wege am Waldfriedhof werden erneuert. Wir bekommen viele Anfragen zu den geplanten Baugrundstücken in Södl. Leider verzögert sich der Verkauf der Grundstücke durch die umfangreichen Abstimmungen um mehrere Monate. Derzeit wird geklärt, wie die Anbindung an die Kreisstraße erfolgen soll und auch archäologisch muss das Gelände untersucht werden. Unser Ziel ist, die Grundstücke voll erschlossen anbieten zu können. Sobald die Planungen fortgeschritten sind, werden wir wieder informieren. Wir haben als Gemeinde mehrere hundert Mieteinheiten. Das reicht von Büroräumen über Wohnungen bis hin zu Garagen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist hoch. Aus diesem Grund sollen zwei Büroeinheiten in der Wülversheimer Mitte künftig als Wohnungen angeboten werden. Ich habe mir die Räumlichkeiten gemeinsam mit meinen Mitarbeitern aus der Immobilienabteilung angeschaut, um dafür notwendige Umbaumaßnahmen zu planen. Über Details zur Vermietung werden wir nach Abschluss der Arbeiten informieren. Auch in unserem Rathaus wird in den nächsten Monaten umgebaut. In der Bauabteilung sitzen mehrere Personen in einem Großraumbüro. Momentan kann es passieren, dass in einem Büro zeitgleich Gespräche mit einem Handwerker stattfinden und jemand einen Sterbefall anmeldet. Das ist für euch als Kunde natürlich nicht besonders angenehm. Um den Service für euch zu verbessern und auch das Arbeiten für die Mitarbeiter angenehmer zu gestalten, sollen mehrere einzelne Büroräume entstehen. Momentan laufen dafür die Detailplanungen. Am vergangenen Wochenende war ich zu Gast auf dem Schlachtfest des KSV Berstadt. Die wohnbare Turn- und Sporthalle war wieder gut gefüllt und das Essen war lecker. In den nächsten Wochen stehen einige Faschingsveranstaltungen an. Eine Übersicht findet ihr in unserem Veranstaltungskalender. Ein Höhepunkt ist definitiv der Narrenexpress. Wer sich noch nicht als Gruppe angemeldet hat, sollte das möglichst bald machen. In den nächsten Tagen startet auch der Vorverkauf für die Faschingsparty in Södl. Wir unterstützen die Vereinsgemeinschaft dabei. Den Link zu den Tickets findet ihr zum Vorverkaufsstart auf unserer Webseite. Das war's schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nach oben nicht und abonniert unseren Kanal, um künftig keine Videos mehr zu verpassen. Macht's gut!